Ja, hallo auch von meiner Seite, Sabrina Hofmann. Ich bin im Vorstand der Plattform Pro, einem gemeinnützigen Verein, der sich schwerpunktmäßig mit den Themen echte Demokratie, Transparenz und Lobbyismus auseinandersetzt. Wir haben seit Sommer an einem Politikkodex gearbeitet, zusammen mit Marco Bülow und unter Expertise von verschiedenen NGOs, die sich schwerpunktmäßig mit dem Bereich Lobbyismus auseinandersetzen. Und setzen uns für einen Politikkodex ein, der weitaus umfassender, vielschichtiger und vor allem wirksamer ist als das, was Grüne, SPD, aber auch die sogenannte Ehrenerklärung der CDU beinhaltet. Wir haben im Prinzip 37 Forderungen aufgestellt, die unterschiedliche Reglementierungen im Umgang mit Lobbyistinnen, Anforderungen an politische MandatsträgerInnen und auch Kandidierende enthält. Die sogenannte Ehrenerklärung der CDU ist völlig unwirksam. Das sieht man ja allein schon dessen, dass solche Fälle wie Löbel durch die aktuelle Erklärung überhaupt nicht hätten verhindert werden können. Die aktuellen Lobbyismus-Korruptionsfälle zeigen eigentlich, wie mit dem Brennglas oder wie unter dem Brennglas, was in unserem politischen System schiefläuft. Das, was legal ist, gilt auch als legitim und wir sind der Auffassung, dass es illegitim ist und dass man klare Regeln schaffen muss, um darauf deutlich zu machen, was eben nicht mehr legal sein sollte. Es geht nicht nur um die Korruptionsskandale, um die Bestechungsskandale als solche, es geht auch um den Umgang damit. Die Tatsache, dass jemand wie Philipp Amthor auf Listenplatz 1 in Mecklenburg-Vorpommern gesetzt wird, zeigt, dass solche Skandale überhaupt keine Konsequenzen nach sich ziehen. Deshalb fordern wir in unserem Kodex eine umfassende Offenlegung und Transparenz im Bereich von Spenden und Geldwertenzuwendungen ab 100 Euro für Abgeordnete, eine Obergrenze, was Zuverdienste angeht, ein Verbot von Nebentätigkeiten, die im Bereich von Unternehmen mit wirtschaftlichen Partikularinteressen dienen. Wir fordern eine Karenzzeit nach 2 Jahren, wir fordern eine Ausgewogenheit bei Treffen mit Lobbyistinnen. Es kann also nicht sein, dass sich jemand wie Scheuer 15 Mal mit der Automobilindustrie trifft und kein einziges Mal mit Umweltverbänden. Wir fordern ein Verbot von interessengeleiteter Übertragung von Aktienoptionen. Wir fordern einen legislativen Fußabdruck, ein öffentlich einsehbares und transparentes Lobbyregister. Wir fordern, jetzt muss ich mal gerade nochmal auf den Kodex schauen, eine Offenlegung aller Kontakte, wir fordern eine Compliance-Abteilung und wir brauchen eine Art Lobbyminister, eine Art Lobbyministerin, die ein Auge auf das Ganze hat. Dass Selbstkontrolle keinen Wert hat, sieht man auch daran, dass es ja bereits seit 2013 einen Verhaltenskodex gibt in der Union. Wenn Sie sich an die Verwandtschaftsaffäre erinnern, da wurde ja bereits gefordert, dass Nebentätigkeiten offengelegt werden sollen. Dass es Transparenz über die Größenordnung der Nebenverdienste gibt und so weiter. Und das hat ja Nüßlein auch nichts gemacht. Das heißt, dieser Ehrenkodex ist völlig unwirksam. Und da wäre es wirklich besser gewesen, die Union hätte besser gar keinen Kodex unterschrieben, als einen falschen Kodex unterschrieben. In den letzten Tagen haben sich sehr viele MandatsträgerInnen, PolitikerInnen, Abgeordnete an die Spitze der Transparenzoffensive gestellt und klare Regelungen, Forderungen und Transparenz eingefordert. Wir haben einen wirksamen Politikkodex erarbeitet. Wir fordern alle auf, diesen Politikkodex für uns zu unterschreiben. Wir haben auch in den letzten Tagen alle Abgeordneten des Deutschen Bundestags angeschrieben mit der klaren Bitte und der Aufforderung, Farbe zu bekennen und den Kodex mitzutragen. Genau, das soweit von meiner Seite. Ich bin jetzt 18 Jahre im Bundestag und habe, denke ich, schon eine Menge erlebt und habe erlebt, wie Lobbyismus immer professioneller geworden ist und immer mehr Besitz ergreift, vor allen Dingen der Profitlobbyismus, weil man sagt immer, ach, Lobbyismus ist doch gar nicht so schlimm, jeder muss doch seine Interessen deutlich machen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass auf jeden Abgeordneten ungefähr 10 Lobbyisten kommen und fast 10 Lobbyisten sind
Profitlobbyisten. Das heißt, sie werden von Konzernen und deren Interessensgruppen bezahlt und tun immer so, als wenn sie das Allgemeinwohl im Blick haben, haben sie aber nicht. Und das Schlimme ist, dass wir Abgeordnete eben nicht unterscheiden zwischen ihnen und dass wir sozusagen uns gemein machen und teilweise sogar Geschäfte mit ihnen machen. Genau da sind wir hingekommen. Deswegen kann ich nur die Ehrenerklärung abgeben. Das, was wir hier erleben, sind keine Einzelfälle. Der Bundestag ist durchsetzt davon. Die Gelegenheit macht es im Prinzip nur aus, die den Unterschied macht. Und es ist auch nicht nur die Union. Alle anderen Parteien versuchen jetzt sozusagen sogar noch Profit daraus zu schlagen, dass die Union in den Schlagzeilen sind. Auch die anderen sind betroffen. Vielleicht nicht in dem Ausmaß. Man muss schon sagen, dass die Union wahrscheinlich die dickste Spinne im Lobbyismusnetz ist. Aber auch die anderen Parteien sind betroffen. Weil wir sprechen hier von einer Grauzone zwischen Profitlobbyismus, Machtmissbrauch und Korruption. Und die Übergänge sind fließend. Und um das auch nochmal ganz klar zu sagen, von denen, die jetzt erwischt worden sind, die sind nicht nur korrupt, die sind vor allen Dingen dumm. Weil die meisten Sachen sind nämlich erlaubt im Bundestag. Und das ist das, worüber wir eigentlich reden müssten. Wir haben einen riesigen Graubereich, der erlaubt ist. Regeln schaffen wir nämlich selbst. Wir machen unsere Regeln selbst. Das wäre in keinem Unternehmen erlaubt. Das wäre bei allen Beamten nicht erlaubt. Das ist fast alles verboten, was bei uns erlaubt ist. Das heißt, wenn ich jetzt ein Geschäft mache mit einem Maskenhersteller und schanze denen einem Auftrag zu und das ist alles nur mündlich abgelaufen, und ich kriege dann hinterher eine Wahlkampfspende oder was auch immer und ich unterschreibe nichts und ich schreibe auch sonst nichts auf, könnte man mir überhaupt nichts. Ich muss nur dem Bundestagspräsidenten dann angeben, wenn ich die und die Spende oder das und das Geld kriege. Es ist nämlich fast alles erlaubt. Und das ist der eigentliche Skandal, über den aber fast keiner redet in dieser Republik. Von daher müssen wir da unsere Augen hinbringen und nicht nur über diese Einzelfälle jetzt sprechen, die dann wieder abgetan werden. Und alles, was jetzt passiert an Ehrenerklärungen, an irgendwelchen Fraktionspapieren, das ist alles nur ein Feigenblatt und das ist alles nicht ernst gemeint. Ich kämpfe in diesem Bundestag seit 15 Jahren für klare Regeln. Die hat meine damalige Partei und Fraktion niemals mitgetragen. Als Steinbrück Nebeneinkünfte von Hunderttausenden von Euro hatte, wollte die SPD nichts einschränken, wollte die SPD nichts transparent machen. Und das hat sich sozusagen jetzt einfach auch nur geändert durch die konkreten Fälle, weil man schön in den Wahlkampf rein will. Deswegen brauchen wir so einen vernünftigen und richtigen Kodex, wie die Plattform das vorgibt, und brauchen wir ein richtiges Vorgehen. Und vor allen Dingen müssen die Regeln endlich geschaffen werden und nicht wir müssen unsere eigenen Regeln machen, sondern wir brauchen eine Bürgerinnenversammlung, ausgelost von den Menschen aus der Bevölkerung, die dann über die Regeln sprechen. Und die müssen wir dann im Bundestag übernehmen. Dann haben wir vernünftige Regeln, als wenn jetzt jede Fraktion irgendeine Ehrenerklärung macht, die im halben Jahr nichts mehr wert ist. Letztes Stichwort dazu. Amthor, haben alle mitgekriegt, was da passiert ist, der wird belohnt mit dem, was er gemacht hat. Es ist genau nämlich die Grauzone, von der ich besprochen habe, was alles legal ist. Und er wird belohnt mit Listenplatz 1 für die Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist der normale Vorgang. Das heißt, das, was hier passiert im Bundestag, hat System, ist das politische System. Und genau das müssen wir ändern. Und da wird die Partei mit anfangen, spätestens dann mit der Machtübernahme, die wir im September vorhaben. Nicht wahr? Ist das Mikrofon desinfiziert? Ja. Ja, natürlich. Machtübernahme im September. Guten Tag, ich bin eigentlich nur hier, weil Plattform Pro mir 200 Euro für diesen Auftritt versprochen hat. Ich habe das Land verlassen, da war es noch in Ordnung und Lobbyismus fand eigentlich nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit und hinter verschlossenen Türen statt. Es ist natürlich bedrückend, wenn man sehen muss, was hier gerade passiert. Ich habe mich deshalb entschlossen, zurückzukommen aus Brüssel. Wir haben in der EU einen sehr laschen Kodex für Bestechung und Korruption. Aber dieser lasche Kodex wird für das oder von dem, was hier in Deutschland gerade möglich ist, noch bei weitem übertroffen. Es gibt weniger Effektivität hier und mehr Möglichkeiten. Ich habe mich deshalb entschlossen, aus Brüssel zurückzukommen. Ich werde für den Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg für den Bundestag kandidieren. Ich möchte in den Bundestag einziehen und dann von den Vorteilen der laschen Gesetzgebung hier profitieren und natürlich Sie auf dem Laufenden halten, wie sowas funktioniert, was man verdienen kann nebenbei. Und ich habe gesehen, man hat ja auch ganz ordentlich Zeit, wenn ein Gesundheitsminister wie Jens Spahn, der ja eigentlich rund um die Uhr gerade tätig sein sollte und zumindest Flüge verbieten sollte nach Mallorca, wo man sich interessante Mutanten einfangen kann,
und dann hier ungeprüft wieder landen und die mit in der Bevölkerung verteilen. Wenn also ein Gesundheitsminister wie Jens Spahn es schafft, neben seinem Job abends noch Essen auszurichten und sich ein paar Freunde aus der Wirtschaft einzuladen und sich dafür 9.999 Euro spenden zu lassen, dann möchte ich das auch tun. Ich glaube, ich arbeite zu viel in Brüssel und ich werde zu wenig bestochen. Ich komme zurück nach Deutschland und profitiere von der Situation hier. Abschließend möchte ich noch sagen, dass die Partei die einzige Partei ist im Deutschen Bundestag, die komplett diesen Kodex gegen Korruption und Bestechung und Lobbyismus unterzeichnen wird. Marco Bülow, wir haben nur einen Abgeordneten. Wir werden aber sämtliche Parteiabgeordneten verpflichten, auch diesen Kodex zu unterzeichnen. Das sind mittlerweile 285 Parteileute in kommunalen Mandaten in Deutschland und die werden sich anschließen und das ist ein Zeichen. Ich bin gespannt, wer von den großen Parteien sich anschließend noch verweigern kann. Vielen Dank für Ihr Interesse. Gibt es irgendwelche Fragen? Nein? Gut, dann können wir das hier beenden.